Guten Abend, wir reagieren heute wieder auf unseren Lieblingsstreamer. Mir wurde von einem Zuschauer ein Ausschnitt bzw. der gesamte Stream von Dara zugeschickt und der Zuschauer meinte, es würde sich lohnen, an dieser Stelle mal auf diesen Stream zu reagieren. Ich habe mir das vorher noch nicht angesehen, das heißt, ich weiß jetzt nicht, was hier kommt. Wir werden sehen, ob es sich tatsächlich lohnt. Dara wird hier gleich, jedenfalls wenn es nach dem, was der Zuschauer angekündigt hat, über die Gasmangellage in Deutschland bzw. die Deindustrialisierung sprechen und ja, mal schauen, was Dara da Laues zu sagen hat. Mir wurde von vielen Zuschauern immer wieder zugetragen, ich solle nicht mehr auf Dara reagieren und ja, ich werde das jetzt in Zukunft so handhaben, dass wenn mir jemand etwas zuschickt und sagt, bitte reagier da mal drauf und es klingt interessant, dann reagiere ich drauf, aber ich werde mich nicht aktiv auf der Suche nach irgendwelchen Stream-Ausschnitten von Dara machen. Also ich reagiere nur darauf, wenn es da, wenn mir da jemand was zuschickt. Also ich glaube, das ist eine gute Lösung, mit der wir alle leben können. Denn ich weiß, also von dieser Walking Bubble kommt inhaltlich nichts. Und das ist egal, ob man auf Dekadent, Dara, Naitan oder Shoyoka reagiert. Diese Leute haben keine Argumente, diese Leute kennen nur moralische Verurteilung. You just asked a question about neo-Nazism and denazification. Weil wir zurzeit eine Deindustrialisierung in Deutschland haben und die hohen Energiepreise tragen auch dazu bei. Woran erkennst du denn eine Deindustrialisierung in Deutschland? Oh Gott. Ja, halbe Minute reingestartet. Dara bringt schon den ersten dummen Take. Die energieintensive Industrie ist mit 20% eingebrochen. Also das ist das Ergebnis von fast 2 Jahren Wirtschaftskrieg. 20% Einbruch bei der energieintensiven Industrie. Also wenn das keine Deindustrialisierung ist, was ist denn dann eine Deindustrialisierung? Also was muss passieren, dass man so checkt, so okay, kann sein, dass ich einfach auf rechte Narrative reingefallen bin? Ist das dumm. Also wo ist die Deindustrialisierung? Also nur so, Deindustrialisierung bedeutet, ne? Also das Wort bedeutet nicht, dass die Wirtschaft schrumpft, sondern es bedeutet, dass die Gesellschaft nicht mehr industrialisiert ist am Ende. Das heißt, von einem Erste-Weltland würden wir in ein Zweite-Weltland zurückfallen. Das heißt, nein, das bedeutet nicht Deindustrialisierung. Die Deindustrialisierung bedeutet einfach, dass die Industrie abwandert. Mehr nicht, dass die Produktion in der Industrie beispielsweise zurückgeht. Deindustrialisierung. Es ist so unfassbar dumm, was Dara hier verzapft. Also, sorry, da fällt einem nichts mehr zu ein. Und ja, hier seht ihr, also, ihr seht es hier gerade, das Statistische Bundesamt verbreitet rechte Narrative. Wenn es konstatiert, dass seit Anfang 2020 die Produktion in der energieintensiven Industrie um mehr als 20% eingebrochen ist, wie ich hier gezeigt habe. Und der Einbruch der, also es ist nicht so, als wäre die Produktion 2022 eingebrochen und hätte sich dann wieder erholt. Nein, der Einbruch geht immer weiter, es wird immer schlimmer. Und auch in der gesamten Industrie sieht es immer düsterer aus. Also der Produktionsindex liegt jetzt bei 91,5. Vor 5 Jahren, hier, 107. Also der ist schon um rund 15% eingebrochen. Das ist ein heftiger Einbruch. Also wenn das keine Deindustrialisierung ist, es ist noch keine starke Deindustrialisierung. Der Prozess nimmt gerade erst Fahrt auf und der kann auch noch weitergehen. Aber wenn das keine Deindustrialisierung ist, was denn dann? Also vor allem in der energieintensiven Industrie, die sich relativ stabil gehalten hat, die ist unter ihren Tiefs von der Corona-Krise. Also wie, ja, aber ihr habt es bei Dara gehört, das Statistische Bundesamt verbreitet rechte Narrative. Beispielsweise, dass wir in Deutschland kein fließend Wasser mehr hätten in den Häusern. Ist das dumm. Ich beschleunige ihn mal auf 1,5-fach. Aber Deindustrialisierung heißt einfach nur, dass es weniger Industrie gibt. Mehr nicht. Also nicht, dass da wieder zurück in die Agrargesellschaft oder Jäger- und Sammlergesellschaft fallen müssen. Oder nur noch in ganz wenigen Häusern. Oder dass wir eben, während wir vorher Maschinen betrieben haben, da müssen wir danach wieder über offenen Feuerstellen oder so kochen. Ja? Also das bedeutet Deindustrialisierung. Also, nein, bedeutet das nicht. Also Dara erfindet hier irgendeine Definition, um Leute zu widerlegen, die relevant, die wichtige Punkte bringen. Was soll man dazu noch sagen? Also er ist kreativ, das muss man sagen. Also sich so eine abstruse Definition von heute auf morgen aus dem Hut zu zaubern, ist, ja, das ist eine Leistung, aber
soll das? Sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt irgendwie in den nächsten Jahren erleben werden, dass Deutschland so einen Rückschritt machen würde. Es ist komplett albern, dann so ein Wort zu verwenden. Look. Wenn dich das interessiert, würde ich mal ein paar Videos vom Agitator. Dann beantworte einfach die Frage. Guck das Video. Guck meinen Stream. Ich hab's gerade gezeigt. Verbreitet das Statistische Bundesamt letzte Narrative. Doch, das Buch da. The President of Ukraine visited Canada. This story is well known, but being silenced in the Western countries. Lol, Dänemark als Dienstleistungsland hat auch fließend Wasser. Es geht um Warenproduktion. Dänemark ist auch ein Industrieland. Industrienation ist ein anderes Wort für erste Weltland. Dänemark ist ein erste Weltland. Was denn? Nee. Dänemark ist ein Dienstleistungsland. Nein. Natürlich auch. Also dort ist die Dienstleistung einfach, also eventuell der Dienstleistungssektor einfach dominierend. Bei uns ist es eben die Industrie, die Schwerindustrie, ne? Maschinenbau und so weiter. Weiß nicht was. In Frankreich, was da gerade, Weinproduktion oder so. I don't know, ne? Aber natürlich verschiedene Länder haben dort eben verschiedene Schwerpunkte. Aber trotzdem sind das alles Industrienationen, ne? Weil das einfach eine Kategorisierung ist für eben Länder, die diese Stufe der Wirtschaftlichkeit erreicht haben. The Canadian Parliament introduced a man who, as the Speaker of the. Wird unter Deindustrialisierung nicht allgemein verstanden, dass Industriefirmen sich aus dem Standort Deutschland zurückziehen und ihre Produktionsstätten vermehrt ins Ausland befördern? Nö, überhaupt nicht. Das passiert ja immer. Das passiert ja, also es gibt, wann passiert das nicht? Also das Unternehmen ab. Ich habe mal eine Frage, wo kommen die ganzen. Ah, Brotfunk hat uns geradet. Vielen Dank an Brotfunk. Die kriegen auch gleich noch einen Shoutout. Seid gegrüßt, liebe Leute von Brotfunk, auf Dara. Das ist unglaublich. Naja, also ich habe heute Abend wirklich, heute war ein anstrengender Tag, ich habe keinen Bock mehr auf was intellektuell Anspruchsvolles zu reagieren, also müssen wir mit Dara vorlieb nehmen. Also müsst ihr mit Dara vorlieb nehmen, also ich will das ja. Abwandern passiert immer. Ist da. Und übrigens, ne, das gab es eigentlich noch nie irgendwo und auch jetzt gerade nicht in Deutschland, dass jetzt plötzlich, also Deutschland hat eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit, ne? Also wenn jetzt die ganzen Unternehmen weg wären, dann müsste die Arbeitslosigkeit eigentlich steigen, weil dann diese Unternehmen sind ja weg und die machen woanders irgendwas. Ne? Das Einzige, was halt ginge, wäre, keine Ahnung, was Unternehmen gehen weg und neue Unternehmen gründen sich und die haben dann einfach schlechtere Jobs, die eine Industriestufe drunter sind. Weiß nicht, dass da wieder mehr Holzfäller im Wald sind oder so. Aber, nee. Was war das? Kannst ja gucken bei zum Beispiel Miele, die wandern jetzt aus Deutschland ab. Ja, aber das ist egal. Ständig wandern Unternehmen aus Deutschland ab. Das ist total normal. Das ist halt, weiß nicht, also ich keine Ahnung, was wollt ihr denn? Also eine Wirtschaft, wo das nie passiert? Also ist halt albern. Das sind halt immer nur diese einzelnen Beispiele. Ja, ich habe gehört, das Unternehmen wandert jetzt ab. Also, es geht nicht um anekdotische Beispiele. Es geht um den allgemeinen Trend. Der ist doch unverkennbar. Hier lag die Industrieproduktion. Hier liegt sie heute. Hier lag die Produktion der energieintensiven Industrie vor 2 Jahren, beziehungsweise ja auch schon vor fast 10 Jahren lag sie da. Also die ist relativ stabil gewesen. Hier liegt sie heute. Ein beispielloser Einbruch, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten zuletzt so eine niedrige Produktion in der energieintensiven Industrie. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle, aber in den 90ern zuletzt. Also das ist eine absolute Katastrophe, was hier passiert. Das ist eine riesige Deindustrialisierung. Das kann man gar nicht mehr anders nennen. Unternehmen wandert jetzt ab. Und das Irre ist, wenn wir jetzt eine konservative Regierung haben oder nicht die Grünen regieren, dann interessieren sich sehr wenig Menschen dafür. Ja, dann wandern Unternehmen ab. Ja, weil unter einer konservativen Regierung die energieintensive Industrie nicht um 20% eingebrochen ist. Okay, unter der letzten großen Koalition, das können wir jetzt kritisieren, da gab es tatsächlich einen Einbruch der Industrieproduktion von 2018 bis, okay, nach Corona, das zu vergleichen ist ein bisschen unfair, bis 2019 hier um fast 10%. Das war schon ziemlich heftige, also eine heftige nicht, aber eine ziemlich langanhaltende Rezession. Also eine Rezession, die Statistische Bundesamt dann noch, ja, es gibt einige Wirtschaftsexperten, die sagen, das Statistische Bundesamt hätte das schön gerechnet, beispielsweise Heiner Flassbeck, der meint, könnt ihr euch alles ansehen, das, was er damals dazu gesagt hat, aber ja, wo man die politische Debatte vermieden hat und unbedingt an der schwarzen Null festhalten wollte. Also unter der Großen Koalition, dieser Einbruch um 10%, das war hier ein stures Festhalten an der schwarzen Null in der Situation, in der es wirtschaftlich angebracht gewesen wäre, die Ausgaben deutlich zu steigern. Das ist der Einbruch hier zwischen 2017, 2018 und 2019. Ja, und das hier ist dann halt Corona. Das, ja, aber das wurde damals tatsächlich zu wenig kritisiert.
Das interessiert keinen. Wenn aber die Grünen regieren, dann sind die Rechtsextremisten im Internet so on fire, weil die Grünen müssen scheitern. Danke allen Leuten, die mich jetzt abonnieren oder sonst irgendeines von diesem kostspieligen Firlefanz sich hier anschaffen. Wie gesagt, ich sehe das ja auch nicht jedes Mal, wenn da was im Chat passiert, aber ich danke schon mal allen im Nachhinein und Voraus, die das gemacht haben bzw. noch machen wollen. Die Grünen dürfen nicht Erfolg haben. Ergo nehmen sie halt haufenweise von diesen ganzen Einzelfällen, dass halt Unternehmen abwandern und bauschen das dann so auf, guck mal, die ganzen Unternehmen wandern ab. Das hast du doch früher nicht gehört. Jetzt hörst du das ganz oft, ne? Jetzt hörst du das ganz oft, oder? Und dann hörst du das ganz oft und denkst, ah ja, anscheinend scheint immer wieder jetzt gerade vermehrt Unternehmen abzuwandern. Und brauche ich die Statistik jetzt nicht nochmal zeigen. Also das ist so dumm. Ey, wir spulen mal 2 Minuten weiter. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Aber wie gesagt, so die Gewerkschaften, die wollen natürlich immer die Arbeitsplätze erhalten. Aber am Ende des Tages ist das, wie gesagt, immer der Fall, dass Unternehmen abwandern. Also ich weiß nicht, was ihr dann wollt. Also was wollt ihr denn? Was ist denn die perfekte Lösung? Beziehungsweise nicht die Lösung, sondern was ist der perfekte Zustand? Dass kein Unternehmen mehr abwandert? Okay. Wann gibt es denn sowas? Also es müsste ja eine perfekte Gesellschaft sein, eine perfekte Welt, wo das so ist. Kannst du meinen Talk mit dem Agitator über das Thema haben? Wäre bestimmt spannend. Nee, tut mir leid, dafür ist der Agitator nicht im demokratischen Spektrum. Also, deswegen wurde mir das geschickt, weil da hier über mich rumgeschwurbelt hat. Wie gesagt, nochmal danke an den Zuschauer, der mir das auf Discord geschickt hatte und der sich die Mühe gemacht hatte, dass wir. Ich werde erwähnt. Das ist ja toll. Und ich bin angeblich nicht im demokratischen Spektrum. Schauen wir mal, wieso nicht. Also, was habe ich denn Schlimmes gesagt? Normale Gespräche, die muss ich auch mit demokratischen Akteuren haben. Aber das ist ja Quatsch. Das ist ja, also, sorry, ne? Wenn ich. Ich würde gerne wissen, warum ich nicht im demokratischen Spektrum bin. Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Guck mal. Wenn ich hier irgendwie Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Dankeschön an euch Leute für den Hype-Train. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber danke euch. Ne, so relativ kleiner YouTube-Account habe ich aber auch. Ne? Auch, ich sag mal so, er lädt halt viel mehr Videos hoch, deswegen ist es natürlich im Verhältnis kleiner. Das ist ja albern. Ne? In letzter Zeit, ne, ist mein YouTube echt scheiße. Es gibt ein neues Projekt zur Diffamation. Weil das hier ist, also ne, diese ganzen Videos, da bin ich. Ja, ich habe Reaktionsvideos auf Dara gemacht. Ich weiß nicht, waren das 4 Stück, wenn ich richtig mitgezählt habe, die ich seit Dezember letzten Jahres gemacht habe. Und die habe ich dann in kleine Stückchen geschnippelt und sie dann halt so ein Stückchen geschnippelt, hochgeladen, damit die Zuschauer so kleine Teaser bekommen, damit sie sich dann aufs Hauptvideo freuen können. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Da bin ich, und es geht ja nicht darum, irgendwie hier Dara irgendwas Falsches gesagt. Jetzt gucken wir einfach mal, weiß nicht was, sachlich, was da Falsches drin war, sondern es klingt fast immer so, als fühlte er sich persönlich angegriffen. Das ist ja zu krass. Also wenn irgendein anderer Streamer diesen Ausschnitt hier haben will und da auch noch drauf reagieren will, ich kann ihm den gerne auf YouTube linken. Also wie gesagt, das war ein netter anonymer Zuschauer, der mir hier was geschickt hatte. Ich weiß nicht, was er mit Erwin ist. Also ich, der fehlt irgendwie ein bisschen auf Twitch. Ich meine, ich bin hier nicht so häufig, aber da habe ich abends schon manchmal gerne reingeschaut. Beziehungsweise auf YouTube lädt er ja seine Aufnahmen immer hoch. Da gucke ich dann meistens. Das ist halt nur Stimmungsmache. Es ist halt immer nur Hetze gegen meine Person. Und das sind ja keine... Also, Dara verbreitet Lügen gegen andere Leute. Dara beleidigt Holotopias Community als Rechts, als Nazis, als Mögliche. Dara verbreitet Lügen über Marie-Louise Vollbrecht. Dara verbreitet Lügen über jeden. Und dann beschwert er sich über Stimmungsmache gegen seine Person. Ja. Eine Person, mit denen du dann einfach mal dir denkst, ja gut, dann setzen wir uns mal hin und führen ein angenehmes Gespräch zusammen oder so. Das ist halt albern. Also nein. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, hast du Sarah Wagenknecht als Verschwörungstheoretikerin beschimpft und mich nach Ende des Gesprächs als Verschwörungsideologe und Verschwörungstheoretiker. Also mir lag es letztes Mal nicht, dass wir kein angenehmes Gespräch führen konnten. Wir hätten uns gerne über woke Identitätspolitik unterhalten können. Du wolltest es aber nicht. Das ist ja, du schließt dich damit aus dem demokratischen Diskurs aus. Und dann war er halt im Gespräch mit Neitern, hat er halt die Trans... Wer Dara kritisiert, der schließt sich aus dem demokratischen Diskurs aus. Oh Gott, also wenn ich...
Gut, also das könnte mal klippen. Also wie gesagt, wer den Stream hier haben will, der kann mich gerne anschreiben, der kann mich gerne anschreiben. Also das ist ja wirklich zu gut. Wer da kritisiert, der schließt sich aus dem demokratischen Diskurs aus. Läuft. Transfeindliche, also üble transfeindliche Scheiße rausgehauen. Und deshalb würde ich... Oh, was habe ich denn gesagt? Also wir müssen nett zu Leuten sein und sollten ihnen nicht ohne Grund Transfeindlichkeit unterstellen. Wie nennt Dara das, diese Aussage, wir sollten nett zueinander sein, das ist üble Scheiße. Ergibt Sinn. Niemals mit dem Agitator hinsetzen und sich mir denken, ja, diskutieren wir einfach mal sachlich cool über politische Inhalte. Ne, mit dem Sinan geht das noch. Ne, so, weil ein Sinan, ne, natürlich sagt er Sachen aus meiner Sicht, die sind schwierig und nicht gut und falsch, aber der hat natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie er mit seinen politischen Gegnern umgeht, und das ist halt in der Regel noch eine recht freundliche Art und Weise, sage ich mal. Ne, ja, Sinan ist nachsichtiger als ich, das kann sein. Also ich hatte mit Sinan übrigens auch eine Debatte darüber geführt, wie stoppen wir den Wokismus? Vielleicht lade ich dir auf meinem Kanal auch nochmal hoch. Noch nicht gesehen. Also könnt ihr auch mal YouTube-Suchleiste eingeben. Wie stoppen wir den Wokismus? Also das war eine interessante Debatte. Da haben wir darüber debattiert, wie man mit Leuten wie Dara umgehen sollte. Ist noch im Rahmen, auch wenn die manchmal halt auch an die Grenze stößt. Aber das da ist ja Quatsch. Also wenn ich mit dem Agitator quatschen würde, dann um den niederzumachen. Und das war's halt. Schön zu wissen, ich wäre auch immer bereit für ein Gespräch. Also wir können gerne miteinander reden. Immer gerne, immer gerne. Sonst sollen die Leute halt vernünftig, sollen sich halt vernünftig und sachlich und auch respektvoll mit ihren politischen Gegnern auseinandersetzen. Dann können wir natürlich auch gerne uns hinsetzen und einfach sachliche Diskussionen über diverse politische Themen führen. Parliament said. Er ist immer sachlich und korrekt dabei. Sorry, aber das scheitert doch schon bei den Thumbnails. Bei den Thumbnails, da scheitert das, genau. Wir gucken uns das doch mal an. Ich mache mich über Daras absurden Prognosen bezüglich Prognostik, wo Dara prognostiziert hat, dass Proletopia vielleicht bald geschichtliche Ereignisse leugnen würde. Spoiler, das ist nicht passiert. Was mache ich hier? Proletopia sah schon vor einem Jahr den Streit um Shuyoka voraus. Ja. Proletopia hat dort vorausgesehen, dass sich Leute wie Dara wirklich die letzten Idioten verteidigen würden, selbst wenn sie noch so dumme Sachen sagen würden. Ungefähr das hat er vorausgesehen. Also ihr könnt euch die ganze Reaktion gerne ansehen. Das ist alles auf meinem Zweitkanal. Ja. Das ist ja albern. Mann, Agitator, mach mal demokratischer Thumbnails. Oh Gott. Ihr wisst schon, wer den Troll nach Hause nehmen. Ja, also was soll man zu daran noch sagen? Er redet hier gerade über mich, deswegen hatte mir ein Zuschauer das, glaube ich, zugeschickt. Aber ja, das ist, da reagieren wir, glaube ich, drauf. Also, wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon gesagt, wenn Dara über mich redet, beziehungsweise wenn mir das ein Zuschauer zuschickt, und also ich mache mich jetzt nicht aktiv aus der Suche nach solchen Ausschnitten, beziehungsweise wenn mir was zugeschickt wird und mir gesagt wird, reagier mal darauf und ich das interessant finde, dann reagiere ich darauf. Also wenn ihr wollt, dass ich auf Dara reagiere, dann sendet mir einfach Stream-Ausschnitte von Dara zu. Wenn ihr nicht wollt, dass ich auf Dara reagiere, dann sendet mir gar nichts zu. Also das ist, glaube ich, die beste Lösung. Also du bist sorry. Also, da schreibt gerade einer im Chat, ist es nicht üblich, bei Thumbnails zu überspitzen? Nein. Wer Thumbnails hat, wo er sich über Dara lustig macht, der legt sich leider außerhalb des Demokraten. Das haben wir doch gerade gelernt. Aber das ist ja ein kompletter Quatsch, den du da redest. Tut mir leid. Aber du musst halt einfach damit leben, nö, das ist halt Quatsch. Und da siehst du natürlich auch an der Fanbase, die jetzt ein Proletopia, und ein Proletopia, der bezeichnet da auch jeden als Halbhirn und als irgendwo schwachsinnig, oder neuerdings sind jetzt irgendwie Neitern und ich Faschisten und sowas. Das ist ja alles... Nazischisten. Also Narzissten und Opportunisten, die faschistoide Methoden anwenden. Das sagt Proletopia. Da habe ich übrigens gegen argumentiert beim letzten Gespräch. Wer sich das ansehen will, ist auch auf meinem Zweitkanal. So, antidemokratisches Thumbnail. Also... Hat ja jeden Boden verloren. Deswegen, es tut mir leid, also da habt ihr einfach, also da seid ihr natürlich dumm. Fans einfach von Idioten. Der größte Projektor auf ganz Twitch. Habt es euch natürlich, das ist natürlich komplett verschossen einfach. Sachliche Auseinandersetzung sieht natürlich ganz anders aus. Ja, sachliche Auseinandersetzung geht so, dass man Leute als Transfeinde, Nazis, Rechtspopulisten, Theoretiker, Verschwörungsideologen oder Schwurbler beschimpft, weil sie beispielsweise
Meinung zur Gender-Ideologie oder zum Ukraine-Krieg haben. Also so geht sachlicher Diskurs. Again. Kündigt man wolle seine Gegner niedermachen oder sagen, sie würden sich außerhalb des demokratischen Diskurses bewegen, wenn sie einfach nur einen kritisieren. Also so geht vernünftiger Diskurs. Also unfassbar. Ja, Dara ist Comedy Gold, ich weiß. Deswegen, es ist ein tiefsinnig, es sind ja keine Argumente, es ist nur dumme Hetze und dann auch so widersinnig vorgetragen, dass es eigentlich jedem, der ein bisschen nachdenkt, sofort auffällt. Also deswegen ist es ja auch manchmal ganz lustig, auf ihn zu reagieren. It's the Russians during the World War II. Well. Also das zum Beispiel auch, er ist immer freundlich und korrekt, ist ja schon gelogen, weil in der Diskussion mit Naitan hat er dann am Ende die übelste transfeindliche Scheiße rausgehauen, dass ein Naitan ihn sogar raus... Ich würde gerne mal wissen, was für... Ja, Naitan ist dann aus dem Gespräch abgehauen, weil ich gesagt habe, dass wir nett miteinander umgehen sollten. Ich meine, ich habe gesagt, wir sollten Transfeinde verleumden, die keine sind, was natürlich total transfeindlich ist. Ich meine, ja, reimt euch die Logik selber zusammen. Also ich würde gerne noch... ja, es gibt zwei Geschlechter, wie dumm geht's noch? Oh Gott, ich sehe hier, dass noch mehr Leute abonnieren. Vielen Dank auch. Fragt mich nicht, was ihr mit den Abos machen könnt. Und wie geht's Salami? Ich kenne Salami nicht. Wann spricht Naitan mit Lexi? Das ist eine gute Frage. Die liebe Lexi hat Naitan nämlich seit 2 Wochen schon angeschrieben und ihm ein Gespräch angeboten. Und Lexi ist ja wohl, sie ist ja trans und Naitan ist ja ein Ally, also wird er doch wohl mit Lexi über ihre Ansichten sprechen wollen. Ich meine, als guter Ally, da wird man das ja wohl wahrscheinlich machen, oder? Also dann kann Naitan ja auch über die Gender-Ideologie und John Money und Alfred Kinsey mit Lexi sprechen, die ist ja gut informiert. Also die hat ja mit mir auch über das Thema gesprochen. Also wird Naitan doch bestimmt bereit sein, mit ihr darüber zu sprechen. Also, wenn ihr bei Naitan noch nicht gebannt sein solltet, dann fragt ihn mal, was er zu den Gesprächsangeboten von Lexi, Prometopia und mir sagt. Also, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle gebannt sein werdet, wenn ihr bei mir im Chat seid, aber die, die es noch nicht sind, die können ja mal nachfragen. Schmeißen musste aus dem Talk. Und das ist ja, ne, also, zeigt ja schon, also, keine Ahnung, da war für jeden offensichtlich, okay, das ist definitiv ein Mensch, dem es nicht wirklich um eine sachliche Auseinandersetzung mit irgendwas geht. Also der den Talk nicht verlassen hat, nämlich ich, dem geht es nicht um eine sachliche Auseinandersetzung. Wie gesagt, das Einzige, was ich gesagt habe, war, dass man Leute, die nicht transfeindlich sind, auch nicht als transfeindlich verleumden soll. Also ich habe mich gegen Verleumdung ausgesprochen. Ist jetzt, glaube ich, kein so kontroverser Take. In dieser Woken-Bubble anscheinend schon. Who fought against the Russians during the World War II? Hitler and his... Ja, Tessa Ganserer war doch nur ein Fallbeispiel. Da ging es doch gar nicht um sie, da ging es um Beatrix von Storch. Accomplices. It turned out that this man served in the SS troops. He personally killed Russians, Poles and Jews. Nein, dann war maximal Bad Fev in der Diskussion und wollte ihn nur niedermachen. Ja, natürlich, schau dir doch das hier an. Aber dann kann ja ein Agitator am besten dagegen halten, indem er einfach sachlich bleibt. Das ist ja das Beste, was er machen kann. Aber dann musste er unbedingt die übelste, ekligste Scheiße. Also, was haben wir denn hier? Ricarda Lang und Christian Dürr reden bei Albrecht Illner um den heißen Brei herum. Widerlich. Widerlich. Die Fauna ist böse. Ja, da mache ich mich über Markus Latz lustig. Sowas geht gar nicht. Der Dara und die Verschwörungskindchen. Ja, da mache ich mich über Dara lustig. Das ist außerhalb des demokratischen Diskurses, wie wir gelernt haben. Und hier spreche ich mit dem bösen ja, was sagt man nun eigentlich? Also laut Eltern sind das ja Faschos. Ich würde sagen, es sind ganz normale Konservative, wie man's nimmt. Wie kannst du nur, Agi? Ja, das ist Hass und Hetze. Mit anderen Leuten reden über Talkshows und auf Dara reagieren. Das ist Hass und Hetze. Gegen Tessa Ganserer raushauen, was bisher wirklich alles, also nicht mal ein Prolotopia oder ein Imp oder sowas, würde... Aber an Sinan. Sinan hat ein Video drüber gemacht. Schaut euch das an. Der sagt da ganz ähnliche Sachen wie ich. So weit gehen in den Gesprächen. Und ja, und der haut das... Natürlich haben sie wieder dort irgend so einen kleinen Jungen aufgetrieben, der natürlich am Ende des Tages so menschenfeindlich ist. Ja, und dann ist das Gespräch natürlich vorbei. Oh. Sagen, geht miteinander um und verleumdet Leute nicht als transfeindlich, die sie sind.
Das ist menschenfeindlich. Also, ja, willkommen in 1984. Also, das war übrigens keine Anleitung, das war eine Warnung, dieser Neusprech. Ja, wenn da jemand anfangen würde, im Gespräch irgendwie Ausländer rauszurufen oder, ey, die Schwarzen sind eine niedere Rasse oder sowas, dann muss halt auch das Gespräch beenden. Dann ist ja vorbei. Also, das willst du dann auch. Ja, zu sagen, seid nett mit zueinander und verleumdet die anderen nicht, ist das Gleiche wie zu sagen, die Schwarzen seien eine niedere Rasse. Das ist quasi auf einer Stufe. Desas Troops consisted of. Karl hat sich heute die Grenzgänger und das Kompaktmagazin angesehen. Interessant, was hat er sich denn von den Grenzgängern angeschaut? Das Video gegen Tobias Hoch? Oder das Neue zu den Protesten gegen rechts. Ukrainian nationalists who did this dirty work. The president of Ukraine stood up with the entire parliament of Canada and applauded this man. How can this be imagined? The president of Ukraine himself, by the way, is a Jew. Das Neue. das ist definitiv, also da wird er nicht so begeistert von gewesen sein. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber schön, dass er sich wenigstens mal damit auseinandersetzt. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was er gesagt hat. Also es würde wahrscheinlich die Aussage gerade wieder, Karl hat mich attackiert. Interessant. Nationality. Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so. Ganz fasziniert. Ich frage jetzt echt so doof, aber müsst ihr für jede dieser vorgehobenen Nachrichten oder für diese Abo, also für die aber müsst ihr dafür wirklich überall Geld ausgeben? Das ist ja furchtbar. Also wenn ihr Geld ausgeben solltet, es gibt tolle linke Kanäle, wie die Grenzgängerstudios, wie die Nachdenkseiten. Die brauchen das Geld alle Wohlstand für alle. Die brauchen das Geld alle nötiger als ich. Kanalpunkte sind gratis, interessant. Das ist unser Geld. Wie gesagt, gib das ruhig. Sag dazu nichts. Vielen Dank. So, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism, but how? How do you do that? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Warum habe ich keinen Untertitel? Listen to me. Is a Jew, can this be imagined? The Parliament of Canada and applauded this man. How can this be imagined? The President of Ukraine himself, by the way, is a Jew by nationality. Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Danke, Karl. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism, but how? How do you do that? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Warum ist da kein Untertitel? Listen to me. Also, your question is very subtle. Also, nur meine Güte. He has territorial aims across the continent and you're saying unequivocally you don't. Абсолютно, это абсолютно исключено. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in science. Nein, hat er nicht. Er hat nur wieder einen rhetorischen Trick angewandt, indem er das gleichsetzen wollte, als hätte er das gesagt. Ach so, weil Transfeindlichkeit ist nicht so schlimm wie Rassismus. Haben wir jetzt wieder was Neues gelernt. Some kind of a global war. Sagt, ich bin weder, habe ich irgendeine Sympathie mit Rassismus noch mit Transfeindlichkeit. Ich habe auch niemals irgendetwas in diese Richtung gesagt. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Seine Hierarchie bei Diskriminierung, nö, es ist halt einfach so, dass viele Menschen haben verstanden, Rassismus ist schlecht. Aber bei Transmenschen, puh, sind die überhaupt wirklich eine Minderheit? Jetzt ist es also anscheinend schon menschenfeindlich. Dieses identitäre Politikkonzept, also dieses marginalisierte Gruppen, das lehnen die Leute ab. Nicht sind die eine Minderheit, also dass die eine Minderheit sind. Also die machen ja logischerweise nicht die Mehrheit der Bevölkerung aus. Wenn ich es nur komisch finde, wenn Männer sich verkleiden und sowas, ne? Aber also das ist halt, wie einige Menschen das Ganze sehen. Du musst vielen Menschen erstmal beibringen, dass es sowas gibt wie Transfeindlichkeit, weil es für viele einfach, ist halt, ne, so wie mit dem Agitator, für den ist das halt aber. Ja, das machst du am besten, indem du Leuten Transfeindlichkeit vorwirfst, die nie etwas Transfeindliches gesagt haben. Das wird garantiert helfen. Also ihr merkt hier dieses Opfergruppenvorschieben, um die Ideologie in Schutz zu nehmen. Das ist Burg und Vorhof. Also man
äußert ideologisch völlig absurde Takes. Und dann schiebt man da wie, es gibt keine Geschlechter mehr oder es gibt mehr als zwei Geschlechter. Also, wirklich den abstrusesten Unsinn. Und wenn man dann sagt, im Moment mal, ich sehe das anders, du bist transfeindlich, du hast was gegen Transmenschen. Ja, aber ich finde schon, dass es zwei Geschlechter gibt. Du willst Transmenschen in Lager stecken. Das ist dein eigentliches Ziel. Also auf dieser Ebene kann man auch nicht mehr diskutieren. Also die Wokisten, also vor allem Dara, der wundert sich hier, warum ich so polemisch gegen diese Leute austeile. Weil diese Leute durch ihr Gebaren jede vernünftige Diskussion im Keim ersticken. Man kann auf dieser Basis nicht vernünftig diskutieren. Wenn man einfach einen ganz normalen Take äußert, seine Meinung einbringt und einem dann irgend so eine moralische Keule über den Latz gezogen wird, dann kann man darauf nicht mit einem sachlichen Argument antworten, sondern dann kann man das nur lächerlich machen oder in Gänze ablehnen und ja, das kritisieren und dagegen auch am besten polemisieren. Das sind dann die Optionen, die man hat. Da kann man nicht sagen, Moment mal, transfeindlich, das stimmt doch gar nicht. Wir müssen doch hier differenzieren, denn doch erstmal, wenn du so anfängst, wenn du im Rechtfertigungsmodus bist und dann sagst, ey, Moment mal, ich bin doch gar nicht transfeindlich, also wenn du so anfängst, dann hast du schon verloren. Du musst dann diese gesamte Ideologie kritisieren. Nicht nur diesen einen Vorwurf, sondern diese gesamte Ideologie, auf der das basiert. War nichts. Aber ich habe auch schon ein Gespräch vom Agitator gesehen mit dem Gregor, österreichischen Streamer, wo ihm halt Black Lives Matter und die Probleme der Schwarzen in den USA einfach scheißegal waren. Also es war halt einfach ihm egal. Also hat es einfach nicht anerkannt, dass da irgendwie Probleme herrschen könnten und deshalb muss man sich auch nicht. Ich habe gesagt, dass ich dieses identitäre Politikverständnis ablehne. Nicht damit befassen. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that. Aus einer Aussage mit diesem Beispiel ist hier keinerlei Rückschluss dieser Art zu schließen. Ja, cool, dass da kein Argument ist. Muss schon Argumente bringen. No, the day after tomorrow. So what? In order to extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. Ja, ist natürlich ein Shoutout an die ganzen Leute in Europa im Westen, die alle ganz wütend darüber sind, dass auch ihre Freiheiten der Ukraine verteidigt wird, weil, wo sind die, wo ist denn Russland? Wenn die Ukraine unter russischer Kontrolle steht. Goal is to weaken Russia as much as possible. Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it? Services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West did this. Why wouldn't you present it and win a propaganda victory? In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States. Because the United States controls all the world's media and many European media. Klar. The ultimate beneficiary of the biggest. Ich hab's immer gesagt, ne? Putin ist sowas wie der Querdenker-Präsident, ne? Also, es ist halt wie wirklich, wenn einer von der Querdenker-Bewegung Präsident geworden wäre. An, in wessen Land die meisten Medien in fast jedem beliebigen europäischen Staat sind. Ihr habt große Medienkonzerne aus den Zentren, also Deutschland, Großbritannien. Sehr häufig die Vereinigten Staaten, die große Teile der Medienlandschaft von sehr kleinen Ländern kontrollieren. Und das ist in schwachen Ländern, das ist in Entwicklungsländern ähnlich. Wie gesagt, da braucht man nur ein bisschen außerhalb Deutschlands gucken. Also wir in Deutschland, wir haben hier ja relativ große Medienindustrie, aber viele osteuropäische Länder, die nach dem Ende des Realsozialismus die westlichen Medien dann übernommen haben, ja, da wird das halt von US-amerikanischen Oligarchen kontrolliert. Ist nun mal so. So eine banale Aussage ist, war er schon Querdenker-Präsident. European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work
Durch den Abbruch des Gesprächs könnten wir leider nicht erfahren, was er meinte. Wie ich ihn verstanden habe, wollte er beklagen, dass es eine Strafe dafür gab, obwohl es juristisch korrekt war, Frau Ganserau als Markus zu bezeichnen. Nee, was ist das denn? So, also... Der Personalausweis stehende Name ist das. Oh Gott, also wenn Dara gleich das Thema wechseln sollte und es uninteressant wird, dann können wir gleich nochmal aufs Video von... Ja. Also, das ist ja unfassbar. Oh Gott. Für dich ist jetzt der Fetzen Papier ist jetzt wichtiger als die Selbstbestimmung eines Menschen. Nee, musst du halt einfach nicht. Es ist halt nicht schwer. Es ist auch nicht schwer, durchs Leben zu gehen und nicht Ausländer rauszurufen. Ist nicht schwer. Kannst halt einfach lassen. So, es, ich weiß nicht was, macht jetzt nicht die. Also zu sagen, verleumdet Menschen nicht als transfeindlich, die das nicht sind, ist genauso wie Ausländer rausrufen. Also beim Dara kriegen wir politische Bildung. Keine Ahnung, was ist denn da für Nutzen dabei? Wenn du dich hinstellst und sagst, nee, ich will das gerne. Ich will das gerne können. Ich habe hier gerade im Chat was Erschreckendes erfahren. Wikipedia deadnamed die arme Tessa Ganserer. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Also wir sollten Wikipedia wegen Trans besten zensieren lassen. Also ähnlich wie man das ja mit Russia Today und Sputnik gemacht hat. Das geht bestimmt auch mit Wikipedia. Also Transfeindlichkeit sollte auf jeden Fall uns nach Meinung dieser komplett irren Walkenbubble. Schockierend, was ich hier in meinem Chat erfahre. Der Wahlzettel deadnamed ganze Recht. Wahl verbieten. Das ist so doof. Was soll man zu dieser Ideologie noch sagen? Ja, der Personalausweis deadnamed sie. Es ist so dumm. Wir haben noch nie Ausländer rausgerufen. Ein hartes Leben gehabt deswegen. Das ist vielleicht unhöflich, aber nicht strafbewehrt. Ja, aber es ist scheiße. Viele Dinge, die sind nicht strafbewehrt, aber scheiße. Das ist doch einfach. Ist doch nicht so, weiß nicht, keine Ahnung. Also wie schwer kann es denn sein? So, und das ist halt Transfeindlichkeit. Du stellst dich halt dahin und denkst halt so, hä, ist doch nicht so schlimm, wenn ich sage irgendwie die... Also, es gibt also viele, viele Gruppen in der Afrika, oder also Studien haben ergeben, dass die afroamerikanische Community insgesamt einen geringeren IQ hat als die weiße Community. Das ist doch einfach nur, da werden doch nur Tatsachen wiedergegeben. So, aber wohin führt das denn? Also wohin führen, sollen denn diese Tatsachen führen? Querdenkerpräsident wurde gefragt, ja, ist doch ein Querdenkerpräsident. Er stellt sich dahin und sagt, ja, die Medien werden alle von den USA kontrolliert, was natürlich Schwachsinn ist. Was soll denn sich andere haben, eine andere Meinung, also diskutiert man und bricht nicht das Gespräch ab. Nee, das ist dann halt Neidhans Entscheidung. Das Einzige, was du nur machen kannst, ist den niedermachen. Keine Ahnung, was erwartet ihr denn? Das Einzige, was man mit mir machen kann, ist mich niedermachen. Hat Neidhans übrigens gut... hat gut funktioniert, Neidhans. Ich habe jetzt 200 Zuschauer hier im Stream. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, rund 400 Follower, glaube ich, mehr hier auf Twitch. Also hat gut funktioniert, Neidhans. Hat gut funktioniert, mich niederzumachen. Wie soll man denn mit Menschenfeinden umgehen? Sag mal. Also, nochmal. Ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, ich kann es nochmal sagen. Zu sagen, geht nett miteinander um und verleumdet Leute nicht, ist laut Dara Menschlichkeit. Also, wo soll man denn da noch anfangen? Also, wie soll mit solchen Leuten ein rationaler Diskurs möglich sein? Ganz ehrlich, ich frage euch das. Wie soll man mit Menschenfeinden umgehen? Ja, wie soll man solche Leute nicht lächerlich machen? Wie soll man gegen solche Leute nicht andauernd polemisieren? Ja, das ist so lost. Was soll man dazu noch sagen? Da hört jede sachliche Diskussion. Die hauen Menschenfeindlichkeit raus, aber argumentier bitte freundlich mit denen. Wenn du unhöflich wirst, wenn du fies wirst, das ist ja, ne, das dürfen nur die. Ach, jetzt schon Menschenfeindlichkeit, meine Güte, ja, Transfeindlichkeit ist eine Menschenfeindlichkeit. Ja. Ich erkläre es nicht nochmal. Also, wer das jetzt noch nicht gecheckt hat, da hilft eine Polemik, ja, absolut. Ja, Gegenargument jetzt. Beleg doch erstmal, dass ich was Transfeindliches gesagt habe. Das wirst du nicht tun, weil du es nicht kannst, weil ich nie irgendwas Transfeindliches gesagt habe. Wenn du dir das ausgedacht hast, weil ihr immer euch irgendeinen Quatsch ausdenkt und dem dann einen vorwerft.
Ja, nein, dann sich auch ganz solcher unpolitischen Content auf Twitch streamen. Ach so. Ja, kannst du. Diese Leute wundern sich, wenn man sie Narzissten, Opportunisten oder Lügner nennt. Also, soll man das hier sonst nennen? Aber ab. Aber er bricht so ein Gespräch dann ab. Er stellt sich ja trotzdem gegen Transfeindlichkeit und setzt sich damit auseinander. Seine Auseinandersetzung damit besteht darin, dass er so ein Gespräch dann abbricht. Das ist eine ziemlich gute Art der Auseinandersetzung. Also wer Mensch. Wie gesagt, wir gucken uns danach mal Sinans Video zu Tessa Gansera an. Der hat damals sehr interessante Sachen dazu gesagt. Feindlichkeit raushaut, ist antidemokratisch und hat dann seinen Platz im demokratischen Diskurs verwirkt. Das ist oh, so. Oh, oh, wer sagt, seid nett zueinander, der hat seinen Platz im demokratischen Diskurs verwirkt. Okay, gut. Dann sind ziemlich viele draußen. Also nicht nur ich. Also es gibt noch viele andere Leute, die der Meinung sind, dass man andere Leute nicht als transfeindlich verleumden sollte, wenn sie das nicht sind. Hier merkt ihr es auch, wenn die Wokisten Demokratie sagen oder demokratischer Diskurs, dann meinen sie das, was ich will. Also wenn diese Leute Wissenschaft sagen, dann meinen sie auch das, was ich sage. Demokratie und Wissenschaft sind bei diesen Leuten nur Schlagworte, um irgendwelche höheren Instanzen auf ihrer Seite zu haben. Es geht nicht darum, sachlich zu argumentieren oder sich wirklich für Demokratie oder Wissenschaft einzusetzen. Das ist hier auch wieder so. Solche Leute machst du nur noch nieder. Oder was soll man machen? Was soll man sonst machen? Sagt es mir doch. So, ihr anscheinend denkt euch so, okay, denken sich so eine ganze Menge Siffer im Chat. Ah ja, Menschenfeindlichkeit ist doch einfach nur eine andere Meinung. Ja, Leute als Siffer, also als Schmutz zu bezeichnen, das ist keine Menschenfeindlichkeit. Dara darf das. Er ist der Gute. Das Einzige, was mir einfallen würde, versuchen, vernünftig zu diskutieren, und wenn das nicht klappt, versuchen, trotzdem ruhig zu bleiben. Wenn es ja gerne so handhaben. Die Frage ist, ob das halt im öffentlichen Bereich so gemacht wird. Nee, also Menschenfeinde, tatsächlich das bewährteste Mittel, du machst sie nieder. Du veralberst sie, du machst sie lächerlich und natürlich hast du noch die Argumente. So, ja, aber welches Argument spricht jetzt auch nur im Entferntesten dafür, dass ich was Transfeindliches gesagt haben könnte? Ganz einfach daran, du hast keins, du denkst dir das nämlich aus, du lügst. Das ist ja der Gag, ne? Das, was ihr halt wollt, ist halt praktisch. Ja, die Menschenfeinde, die dürfen halt alles. Die dürfen andere mobben, niedermachen, verächtlich machen, permanent. Aber bitte sehr freundlich, sehr sachlich mit denen diskutieren. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Wieso geht ihr nicht zu den Menschenfeinden hin und sagt denen, ey, wie wär's, wenn du das mit der Menschenfeindlichkeit lässt? Das wäre doch viel besser. Also nicht mir oder Neitan sagen, sei mal bitte netter zu den Menschenfeinden, sondern den Menschenfeinden sagen, sei doch kein Menschenfeind. Wie wär's damit? Man konnte eben nicht mehr erfahren, auf was er hinaus wollte. Ist doch absurd, was du jetzt bringst. Nee, er kann es ja später sagen. Er hat immer noch eine Plattform. Er kann das gerne sagen. Also, ich habe gesagt, seid nett zueinander, verleumdet Leute, die nicht transfeindlich sind, bitte nicht als transfeindlich. Also, sprich, bezeichnet Leute nicht als etwas, was sie nicht sind. Das habe ich gesagt. Es ist ja ganz lustig, aber irgendwann wird es wirklich so dumm, dass... Und ich glaube jetzt wirklich nicht, dass Dara dumm ist. Ich glaube, dass Dara das ja absichtlich macht, dass er kühl und rational handelt, dass er genau weiß, dass er lügt. Aber er scheint seine Zuschauer wirklich für so dumm zu halten. Und ja. So, außer müssen wir das, sorry, wir kennen das doch. Die AfD hat vor 8 Jahren oder so, haben die auch schon irgendwo gesagt, ja, die ganzen, also die Ausländer, die sind ja schon ziemlich kriminell. Ausländer sind kriminell, übrigens sind die Ausländer kriminell. Gibt keine Statistik her. Aber die Ausländer sind ziemlich kriminell. Die Ausländer sind kriminell. Die ganzen Ausländer sind ganz schön viele, ne? Und ne, ein Kriminalitätsproblem. So, und jeder wusste damals, okay, die wollen alle Ausländer raushaben, deswegen machen die das. Deshalb machen die das nicht, die AfD. Und so, nein, wir meinen doch nur kriminelle Ausländer. Wir meinen nur kriminelle Ausländer und nur die, die schwere Straftaten begehen, die sollen ausgewiesen werden aus Deutschland. Wir wissen das. Wir wissen, was die da zwischen den Zeilen kommunizieren möchten. So. Dara erkennt, was die zwischen den Zeilen kommunizieren müssen. Dara weiß das. Dara ist schlau. Ziemlich simpel. So, und heute wissen wir, dass die Millionen von Menschen aus Deutschland abschieben wollten. So, wow. Ja, Korrektiv weiß aus zweiter Hand, dass Martin Sellner wohl irgendwas in diese Richtung gesagt haben soll. Beziehungsweise in seinem neuen Buch schreiben wird. Das Buch, das ist noch nicht öffentlich. Ja, daher wissen wir, dass die ganze AfD etwas will. Das ergibt total Sinn. Ich weiß gar nicht, was man an dieser Geschichte für Zweifel haben könnte. Das war ja, das hätte ja niemand ahnen können. So, und deswegen, wenn da jemand seichte Transfeindlichkeit raus hat, wissen wir, was der will. Wir wissen das. Was denn sonst? Also als wäre diese Person irgendwie fürs Selbstbestimmungsgesetz, aber möchte halt gerne noch juristisch koscher sein. Weil steht auch im Personalausweis.
Es steht doch im Personalausweis. Das ist doch, aber trotzdem, eigentlich möchte ich ja das Selbstbestimmungsgesetz und ich möchte halt gerne, dass die ganzen Rechte von der Person gewahrt werden. Aber steht ja im Personalausweis. Nein, ich will das Selbstbestimmungsgesetz nicht. Also warum sollte ich Selbstbestimmungsgesetz wollen? Also darf ich das ja wohl sagen? Wir haben ein transsexuelles Gesetz, das kann man vielleicht en Detail verbessern. Da mögen sich andere Leute, die sich damit mehr auseinandergesetzt haben, die mögen das eher wissen. Aber warum müssen wir das ist übrigens auch die Position des BSW. Also Sarah Wagenknecht hat das in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass sie dieses Selbstbestimmungsgesetz deutlich kritisiert. Also ich habe hier keine, das ist jetzt nichts Abseitiges, was ich hier von mir gebe. Das ist im BSW tatsächlich, würde ich sagen, wahrscheinlich Konsens. Zumindest hat Sarah Wagenknecht das immer wieder gesagt. Und ja, das ist ja eine Frage, wo die Grünen, glaube ich, mit ihrem Kulturkampf deutlich, deutlich zu weit gehen und Teile der Bevölkerung wirklich gegen sich aufbringen. Weil es eine juristische Tatsache ist. Es gibt wohl Probleme dieser Art, die Leugnung und Übertreibung mit dieser Sache nicht gerecht. Ja, aber wir wussten trotzdem, dass wenn die AfD, also erstmal das mit dem Problem ist natürlich wieder Schwachsinn, ne? Weil die Kriminalitätsraten sind in Deutschland extrem niedrig und auch unter Ausländern sind die extrem niedrig. Deshalb ist es Quatsch, davon ein Problem zu sprechen. Das Problem hast du ja immer. Also, keine Ahnung, was, willst du eine perfekte Welt, in der niemand mehr kriminell ist? Okay, aber warum willst du dann mit den Ausländern anfangen? Ganz merkwürdig. So, und dann hast du, und dann wissen wir aber trotzdem, als die AfD das immer wieder breitgetreten hat, dass die am Ende alle Ausländer raushaben möchten. Das wissen wir dann. Darum ging es ja gerade. Es ging nicht darum, ob das Problem existiert oder nicht, sondern wir wissen, aha, die AfD konzentriert sich hier auf ein Problem in der Gesellschaft, was aber nicht sehr groß ist, sehr, sehr fokussiert. Warum? Welche Strategie ist dahinter? Welche Strategie ist wohl dahinter? Ja, und jetzt, heute wissen wir es ziemlich genau und deswegen sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, weil die alle Ausländer raushaben möchten. So, deswegen. Und dieser Mann bezeichnet andere Leute als Schwurbler. Also weil ein Österreicher bei einem Vortrag etwas gesagt haben soll, von dem gar nicht bewiesen ist, dass er das gesagt hat, hat die gesamte AfD jetzt diese Position. Dieser Mann bezeichnet andere Leute als Schwurbler. Was soll man dazu noch sagen? Außer lösch dich vielleicht. Da habe ich auch irgendwann, ne, lieber Insasse, ziemlich genug davon, dass mir dann Leute immer erzählen, ja, aber so ist es ja nicht, aber ne, also, ne, da kannst du dir einen anderen Stream anschauen, das tut mir leid. But it is cost prohibitive, so to speak. Ja, Dara kritisieren dafür, dass er Lügen über andere Leute verbreitet, geht gar nicht. Also, Lügen über andere Leute müssen schon verbreitet werden dürfen. Dieser Chat wurde von einem Moderator gelehrt. Welcher Moderator lehrt hier meinen Chat und welcher Moderator versetzt ihn in den Slow-Chat-Modus? We can simply shine the spotlight on our sources of information and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened and even American analysts talk about it directly. We negotiated with Ukraine in Istanbul. We agreed he was aware of this. Moreover, the negotiation group leader, Mr. Arkhamiya is his last name, I believe still heads the faction of the ruling party, the party of the president in the Rada. He still heads the presidential faction in the Rada, the country's parliament. He still sits there. Hier erklärt Putin übrigens, dass die Ukraine die Friedensverhandlungen abgebrochen hat. He even put his preliminary signature on the document I am telling you about. But then he publicly stated to the whole world, we were ready to sign this document, but Mr. Johnson, then the Prime Minister of Greece. Aber das ist ja eine Verschwörungstheorie, obwohl es sogar der ukrainische Unterhändler schon bestätigt hat. Bin jetzt gespannt, was da gleich von Dara zukommt. Britain came and dissuaded us from doing this, saying it was better to fight Russia. They would give everything needed for us to return what was lost during the clashes with Russia. And we agreed with this proposal. Look, his statement has been published. He said it publicly. Reading the police statement in Greece Parliament. Ich möchte gerne mal sehen, was das, also ob er sagt, was das für ein Proposal, also Vorschlag gewesen ist. Still action of the ruling party. Das brauche ich nicht sagen, das ist schon längst öffentlich bekannt. Rückzug hinter die Linien des 24. Februar, Verzicht auf einen NATO-Beitritt der Ukraine. Anything happened, and even American analysts talk about it. There are documents lost during the clashes with Russia, and we agreed with this proposal. Look, his statement has been published. He said it publicly. Can they return to this or not? The question is, do they want it or not? Further on, President of Ukraine issued a decree prohibiting negotiations. Dankeschön alles allen. Vielen Dank für den Sub.
relations with us. Let him cancel that decree, and that's it. We have never refused negotiations, indeed. Evan Gershkovitz, who's the Wall Street Journal reporter. Ja, ich schwöre, hier habe ich den Aufsatz geschrieben, er liegt in einem Hotel in Istanbul. Ja, was soll denn bitte schön die Einigung gewesen sein? Was soll das denn gewesen sein? Also was war da denn? Was wurde unterschrieben? Rückzug hinter die Linien des 24. Februar, kein NATO-Beitritt der Ukraine. Meine Güte. Das da. Es ist unfassbar. Also ich habe ihm all das gesagt. Ich habe ihm all das in unserem Gespräch vorgehalten. Und dann er einfach, nö. Das ist kein einziges Gegenargument, aber nee. Hält er so dumme Fragen. Also, wie gesagt, ich glaube, Dara weiß genau, was für ein Schwachsinn er hier verbreitet. Ich glaube, er weiß genau, dass die Ukraine diesen, zumindest das alles darauf hindeutet, dass die Ukraine diesen Frieden abgelehnt hat auf Druck des Westens. Aber es ist ihm schlichtweg egal. Ihm geht es nicht um Wahrheit. Ihm geht es darum, zu hetzen und ihm geht es darum, die westliche Kriegspropaganda weiter zu verbreiten. Also, was, keine Ahnung, ist, ja, was, worauf hätten die sich denn geeinigt? Also, die Ukraine kommt nicht in die NATO, kommt nicht in die EU, irgendwelche Territorien, die abtreten müssen und dann zieht sich Russland wieder zurück. Nein, keine Territorien, die Ukraine abtreten muss. Oder was soll das? He's 32. Ich wollte gar keine Nachrichten oder warum fragt er nur? Nee, ich frage mich, warum er das nicht sagt. Warum er nicht sagt, wo, ne, also Putin könnte ja einfach sagen. Weil das alles schon längst öffentlich gemacht wurde. Worauf man sich geeinigt hat. Aber nein, er hält das so ganz vage, so typisch, ne, wie so ein Schwurbler machen würde, sonst im nebulösen Feld. Hm. Ja, es gab da dieses Dokument, das haben wir unterzeichnet, aber der Boris Johnson wollte das nicht. Und, hm. Ich weiß nicht, wenn jemand einen Link dazu hat, dass wir uns anschauen können, was dort angeblich, worauf man sich da angeblich geeinigt hat, dann gerne her damit. And he's been in prison for almost a year. This is a huge story in the United States, and I just want to ask you directly, without getting into the details of it or your version of what happened, if as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States. We have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. We have never seen anyone reciprocate to us in a similar manner. However, in theory, we can say that we do not rule out that we can do that. If our partners take reciprocal steps. When I talk about the partners, I first of all refer to special services. Special services are in contact with one another, they are talking about the matter in question. There is no taboo to settle this issue. We are willing to solve it. But there are certain terms. Versteht Putin eigentlich kein Englisch? Putin, soweit ich weiß, spricht er irgendwie 5, 6, 7 Sprachen oder so und kann auch Deutsch. Und ich frage mich auch, warum er, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach so eine Präsentationssache ist. Also, dass er einfach besser und stärker rüberkommt oder so. Ja, und dass er sich präziser ausdrücken kann. Also, die ganze Welt hört bei diesem Interview zu. Und wenn er die Sprache, wo er sich am schnellsten, und Tucker Carlson hat ja durchaus einige kritische Fragen, nicht, dass Putin da irgendwas Undiplomatisches sagt. Deswegen sagt das gleich in seiner Muttersprache. Also, ist ja auch total logisch. Wenn er halt Russisch spricht, ne? Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Being discussed via special services channels. I believe an agreement can be reached. Ja, aber gegeben hat. Ja, was haben wir erwartet, ne? Ja, natürlich haben wir Ukraine überfallen wegen Wokeness. Ja, ich habe halt eine ganze Menge von dem Interview gesehen und insgesamt war das halt auch immer so, dass, also ganz am Anfang hat halt Putin einfach nur eine sehr, 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 sehr lange Geschichtsstunde gehalten, wo er einmal komplett den... Ja, ein bisschen Geschichte würde Dara übrigens gar nicht schlecht tun. Dann würde er vielleicht auch nicht alle möglichen Leute als Nazis, Faschos oder sonst was verleumden. Ein Gang der Welt... weiß nicht was, vom Urknall bis heute nochmal nacherzählt hat. Und dann natürlich mit einem spezifischen Fokus. Von Gründung der Kiewer Russ. Aber egal. Fokus auf die Geschichte von Russland. Und Tucker Carlson wollte ihn auch eigentlich zwischendurch unterbrechen und auf irgendwie relevantere Themen lenken. Aber ja, wollte Putin da nicht. Er meinte, ja, ich dachte, wir führen hier Diskussion. Also, lieber Chat, wisst ihr, ob da jetzt im Folgenden noch weiter über mich geredet wird? Es gibt ja vielleicht manche verlorene Seelen, die manchmal in Dara-Streams reinschauen. Wisst ihr, ob da jetzt noch weiter über mich geredet werden wird oder nicht?
Denn ganz ehrlich, also wie gesagt, für eine Stunde kann man sich das anhören, aber ohne jemanden, den man noch dabei hat, also keine Ahnung, Zeller oder Crackhack oder irgendwie, ich muss mal wieder wen dazuholen, wenn ich auf den Schwachsinn hier reagiere. Das war ja heute relativ spontan, dass ich den Stream gemacht habe. Dann ist es, glaube ich, besser irgendjemand dabei zu haben. Also länger als eine Stunde hält man das alleine ja nicht aus. Und dann gab es halt noch immer wieder Momente, wo Tucker Carlson ihm, also wo dann Putin erklärt hat, ja, also wir haben Ukraine überfallen, weil Ukraine gehört eigentlich noch immer wieder Momente. Putin hat sehr, sehr klar gesagt, was er will, die Unterstützung der Ukraine sollte eingestellt werden. Er meint, seine Differenz mit der Ukraine dann in ein paar Wochen klären zu können und im Anschluss würde er mit dem Westen. Seine Differenzen mit der Ukraine würden in ein paar Wochen geklärt werden. Ursprünglich 3 Tage. Ja, die Ukraine wäre wahrscheinlich zu Verhandlungen bereit. Russland und für Putin, das ist es. Aber es ist trotzdem jetzt nicht im Inhalt her irgendwie das brisante Ding schlechthin. Aber am Ende des Tages ist es halt, ne, aber auch wieder so ein krasses Beispiel für die Art und Weise, wie die heutige Medienlandschaft funktioniert. Eben über Influencer. Ne? Und Putin selbst ist eben kein Influencer, Tucker Carlson schon. Tucker Carlson ist eine Social-Media-Persönlichkeit. Der hat nun mal Reichweite und das muss eben kombiniert werden. Also es würde für Putin nicht mehr so wirklich ausreichen, dass er bei irgendeinem Fernsehsender auftritt, sondern es macht dann halt am Ende Tucker Carlson. Und Tucker Carlson macht das ja fast alleine. Also natürlich wird er sein kleines Medienunternehmen haben, aber der braucht eben keinen riesigen Fernsehsender mehr wie Fox News. Stattdessen hat er YouTube. So, und YouTube bietet einfach die Plattform dafür. YouTube ist dieser Medienkonzern. YouTube ist einer der wenigen Plattformen, die Interviews mit Tucker Carlson, die hochgeladen wurden, auch Übersetzte hochgeladen wurden, großflächig gesperrt hat. Also wurde das tatsächlich nicht gesperrt, jedenfalls nicht soweit ich weiß. Auf YouTube wurden tatsächlich deutsche Übersetzungen dieses Interviews gesperrt. Aber YouTube wird gar nicht bedacht. Bei Fox News, da haben wir dann im Kopf, ey, Fox News, die lenken doch das Ganze, was intern passiert. Bei YouTube ist das nicht der Fall, aber YouTube bietet praktisch den gleichen Service. Und dadurch wird eben so ein Opening geboten für eben antidemokratische Kräfte, ihre Propaganda in die Welt zu verbreiten. Sehr, sehr einfach. Ne, also da kann ja praktisch jeder heutzutage so eine Art Fernsehsender werden. Ich frage mich, wie der Kontakt entstand. Ja, Tucker Carlson wird Brief geschrieben haben, freundlichen, E-Mail vielleicht. Und dann haben die gesagt, ja, Tucker Carlson, guter Mann. Den laden wir ein, der ist auf unserer Seite. Ja, und Tucker Carlson betreibt übrigens ziemliche Kriegshetze gegen China, der Putin in diesem, oder ich sollte mich, mir wurde empfohlen, mich nicht so radikal auszudrücken. Tucker Carlson empfiehlt eine konfrontativere Außenpolitik gegenüber China und dem hat Putin ja deutlich widersprochen in dem Interview. Also Carlson und Putin sind in einigen Punkten schon sehr, sehr weit auseinander. Und auch diese Fragen bezüglich des Angriffs aus der Ukraine waren ja schon kritisch. Und auch bezüglich des verfolgten Journalisten. Putin hat jetzt gesagt, er sei ein Spion. Wie gesagt, das würde ich auch sagen, wenn ich einen Staatsbürger eines anderen Landes inhaftieren würde, um halt Verhandlungspfand in der Hinterhand zu haben. Aber ja, da hat er doch schon kritisch nachgefragt. Was soll man denn dazu noch sagen? Die er hätte nutzen können, die hat er aber nicht genutzt anscheinend. Kein vernunftbegabter Mensch würde so argumentieren, meiner Meinung nach. Ja, aber das ist funktioniert. Also es ist halt nun mal so. Es ist halt, Menschen sind verunsichert. Menschen denken sich, oh, ich Gegenrede oder liege ich da falsch? Als gäbe es da keine Gegenrede? Weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also die werden wahrscheinlich nicht viele Klicks haben, oder? Danke und Respekt, Tucker Carlson. Wer von euch war das? Only interview that has united people all over the world. Okay, gut, klar. Also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass halt eben da auch moderiert wird, ne? Also, dass ein Tucker Carlson da halt ein paar Leute abbestellt hat, die das halt auch alles ausmisten, oder? As an American citizen, I respect Vladimir Putin infinitely more than I do Joe Biden. Ja, also ich finde hier nichts. Also ich finde hier einfach keine Gegenstimmen. The media tells you not to watch something, it's best to watch it. Ja, aber niemand hat gesagt, dass man es nicht gucken soll. So, die Medien berichten ja alle darüber, ist ja Quatsch.
Aber naja, gut, man kann sich natürlich, also einfach Opferrolle, immer Opferrolle. Zeigt ja, dass er große Beliebtheit hat. Also, Tagas offizieller Titel ist jetzt Saur Putins Mund. Meinst du? Das Auge von Sauron. Der Background sieht anders aus. Von mir hier, ja, das stimmt. Ich habe ihn ein bisschen schicker gemacht. Und jetzt sehe ich auch schicker aus. So. Ich glaube, dazu schauen wir uns auch gleich noch einen Beitrag an. Wo habe ich denn jetzt diese Meldung? One moment, please. Ah ja, nee, doch, lass uns nicht. Warte, wo ist es denn? Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Scheint nichts mehr zu kommen, wie das aussieht. Wenn ich das hier richtig sehe. Noch irgendwas oder irgendeine Talkshow-Runde? Gab es nicht bei Hart, aber Fair auch einen Auftritt von der AfD? Ihr müsst mir auch sagen, wenn nichts mehr kommt. Wie gesagt, ich hatte mir das vorher nicht angesehen. Also danke, dass ihr meinen YouTube-Kanal verlinkt. Das ist ja anscheinend der beste Weg, um hier sich zu integrieren. In dem Ganzen dabei. Der und natürlich auch einen Faktencheck machen bei Hart, aber Fair to Go. Das gibt es in der Mediathek. Oh, das ist so anstrengend. Ey, mein Rücken tut höllisch weh, meine Füße tun weh. Also was ich mir hier alles gebe, damit ich für euch einen fantastischen Stream hinlegen kann. Ne? Unglaublich. Einfach unfassbar. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich mach... Ja, ja. Was soll man dazu noch sagen? Wir sehen hoffentlich Dara in Zukunft nicht mehr so häufig an, aber... Wie gesagt, schickt mir gerne die Stream-Ausschnitte. Ich hatte es zu Beginn schon gesagt. Ich reagiere auf Dara, wenn mir was zugeschickt wird, was interessant sein könnte. Und wenn er über mich lästert, dann ist das definitiv interessant. Also, ja. Wie gesagt, diese Bubble bringt keine Argumente, sondern nur Hetze. Diese Bubble bringt moralische Verurteilungen, aber nichts Sinnvolles. Aber sie ist auf Twitch nun mal leider sehr relevant. Das kann man nicht anders sagen. Und da kann man nur gegenhalten. Da sollte man auf jeden Fall nicht ignorieren. Dafür ist sie leider zu relevant.